Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay of the Week. Und heute ist, glaube ich, was noch nie der Fall war. Denn wir sehen heute in dieser Runde, wie jemand seine dritte Gunmark erspielt. Und zwar im Indienpanzer. Also daher bin ich da sehr gespannt drauf. Der Revo Energu ist hier der Fahrer. Und da schauen wir einfach mal, wie er das Ganze hier hinsteuert. Er ist Top-Tier. 8er, 7er, 6er Gefecht, also das ist natürlich ideal. Besser kann es in dem Augenblick dann dafür schon mal gar nicht laufen, wenn man seine Gunmax gerade farmt. Ich selber habe ehrlicherweise keinen einzigen Panzer, wo ich drei Gunmax drauf habe. Also Chapeau an alle da draußen, die das geschafft haben. Und jetzt blicken wir einfach mal, wie er da hinkommt. Auf welchen Panzer habt ihr denn drei Gunmax? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr denn welche habt. Und der Jackson, der hat schon mal nicht gesessen, dieser Schuss. Aber der sitzt sehr schön. Die Arti hält hier rein, da muss man aufpassen. Das ist eine Stelle, wo die Arti immer sehr gut hinkommt. So, und jetzt kann er sich den ersten Kill dann da auch schon sichern. Sehr schön. So, und jetzt kann er hier den Hügel dann da hochfahren. Hat er nicht zu viel Schaden genommen. Sehr wichtig auch. Und jetzt hier den UI schön ins Heck schießen. Der muss erstmal da drehen. Das heißt, er kann nochmal einen raushauen. Und nochmal ein. Ja, jetzt zieht er sich zurück. Jetzt hat der UI dann natürlich dann auch ihn da auf dem Kicker. So, da Richtung Tiger P. Aber da macht er die ISU gerade wieder auf, beziehungsweise kriegt die wieder zu sehen. Muss aufpassen auf den Hügel, dass der Challenger da nicht hochkommt. Aber bis dato ist alles gut. Klar, die Captain da. Dementsprechend decappt er jetzt auch noch. Also er macht hier gerade alles Schaden und decappt. So, sehr schön. Und jetzt kommt der Challenger, wie ich es gesagt habe. So. Und auch da die Schüsse jetzt aus dem Cap. Arti, also jeder hat ihn jetzt hier auf dem Zettel. Muss jetzt aufpassen. Der Chariot hier, der ist da jetzt nicht so die riesige Hilfe. So, zack. Der Challenger, der ist auf jeden Fall hier mutig. Schaut jetzt aber weg, denn der kommt der T-34-85 jetzt hoch. Das heißt, er kann sich dem jetzt hier widmen. Und hinter ihm jetzt der Skoda. Aber auch der bekommt sofort die Begrüßung. Skoda jetzt nur noch mit 73 Hitpoints, also kaum mehr was. Wie gesagt, immer noch so ein bisschen die Arti im Kopf haben. Arti verschießt hier aber. Und jetzt nimmt er den Skoda auch noch raus. Sehr, sehr fein gemacht bis dato. So, da kommt der Stritzwagen 74. Der hat so einfach so einen sehr, sehr, sehr präsenten, prägnanten Turm. Den kann man eigentlich immer treffen. So, und weiter hier die am Cappen. Jetzt wird er wieder decapped. Macht es sehr schön. Jetzt da den Tiger will er da rausnehmen, denn der hat kaum mehr was an Hitpoints. Aber dann geht er jetzt erstmal auf den Tiger P weiter drauf. So, der Tiger 1. Da hat er leider ein bisschen daneben geschossen. Sollte vielleicht versuchen, doch eher die Wanne zu treffen. Aber ja, kommt gerade so drauf und jetzt schafft das. So, und jetzt kommt der STRV 74 da auch noch daher. Ist natürlich jetzt mit dem Hintern zu ihm. 6 zu 8 steht's. Arti hält wieder rein. 3800 Damage. So, jetzt wieder gekettet. Da muss er jetzt das klar machen. Und jetzt kommt dann ein voller Rheinmetall auf ihn zu. Er lädt sofort HE. Denn da weiß er natürlich sofort, was ihm blüht. Ah, schlechter Schuss, denn da nur 120 Schaden. Immer oben aufs Blech zielen, nicht auf die Wanne mit HE.
Aber klar, ab und an klappt es halt dann doch nicht so. Und hier jetzt da, der war gut für 362. Arti hält weiterhin auf ihn hier drauf. So, und jetzt muss er sich natürlich hier hinter dem Stein ein bisschen verstecken. Sehr schön, dass er ihn da anzündet. Sehr wichtig. Scheinbar hat er keinen Feuerlöscher. Der brennt lichterloh und kann ihn damit scheinbar auch rausnehmen. Und jetzt oben nochmal drauf geschossen und damit hat er den zerstört. Sehr wichtig, dass er da gebrannt hat und sehr gut gemacht. Sein fünfter Kill. So, die Arti ist da offen. Da kommt jetzt ganz, ganz knapp oben auf den Turm drauf. Aber der reicht auch da schön. Wie gesagt, Arti ist zwischenzeitlich immer mal wieder zu sehen. Schade, der Killshot hat nicht sollen sein. Vielleicht das Haus jetzt erstmal wegschießen. Wir sehen, sein Team besteht lediglich aus ihm und der Arti. So, und jetzt wird es mal Zeit. Jetzt wird jetzt die Lore mal rausnehmen. Und da macht das auch. So, hinter ihm jetzt ein sturer Emil. Auch der noch rappelvoll. So, erstmal sofort die Kette gezogen. Der hat natürlich auch die sofort repariert, aber damit hat er dementsprechend auch kein Reparaturset mehr zur Verfügung stehen. Hinten sehen wir, Isu und T69 sind schon bei der Arti. So, jetzt will er den sturen Emil da vielleicht überrumpeln. Aber lässt sich nicht überrumpeln, denn da kommt nochmal der OI. So, OI ist jetzt vernichtet worden, aber er hat lediglich einen einzigen Hitpoint. Und jetzt ist er alleine gegen 5. Also jetzt wird es echt unschön. So, nochmal gekettet. Er hatte ja vorher schon das Reparaturset gezogen. Das heißt, er kann den jetzt da farmen. Vielleicht noch schnell, bevor der nächste Mal die Kette wieder am Start ist. Einen Schuss braucht er noch. Und das geht sich scheinbar aus. Und da kann er den sturen Emil rausnehmen. Sehr schön gemacht. Natürlich war der Track da ganz, ganz essentiell. 6400 Schaden. Aber halt ein einziger Hitpoint. Jetzt muss er mal zwischenzeitlich mal wieder Richtung Cap schauen. Vielleicht kann er da die cappen. So, jetzt kriegt er da auch keinen mehr auf. Das heißt, er lässt sich hier droppen. Da muss man auch immer aufpassen. So, ein Hitpoint ist halt schnell weg. So, TKP hat dann nur nach oben geschaut. Aber kein Problem. Schnell weggemacht und auch weg. Jetzt war er halt offen. Der Gegner weiß natürlich jetzt ganz genau, wo er jetzt ist und wo er steht. Sein neunter Kill mittlerweile. Also die Radley Walters, die hat er absolut im Sack. Die nächste ist dann die Pool. Keine Ahnung, wie viele Hitpoints die anderen noch haben. Aber da T69 verschießt seinen ersten Schuss. Hat aber natürlich noch welche im Magazin. Aber er ist jetzt auch mit dem nächsten Schuss da in Killdistanz. Jetzt hat er natürlich gesehen, der Abpraller. Und jetzt macht er den da. Bisschen riskant rausgefahren, aber perfekt gemacht. Super abgeschlossen. 10. Kill. Und da jetzt der VK. Den lässt er erst gar nicht schießen. Jetzt schießt er damit Premium. Klar, weil er weiß, das wird die epischste Runde meines Lebens. Und die ist wirklich sensationell bis dato. Jetzt muss er sie krönen mit dem Abschuss der ISO. Dann hat er alles richtig gemacht. Dann kann man sagen, das war für mich sogar eines der geilsten Replay of the Weeks, die wir hier jemals gesehen haben. Denn nicht nur, dass er unfassbar viel Damage gemacht hat, sondern dass er wirklich viele Kills geholt hat. Und da ist jetzt die Iso. Iso hat verschossen. Das ist seine Chance, da jetzt den Kill zu machen. Und da macht er den Kill und holt die Runde nach Hause. In Summe hat er 7196 Schaden gemacht, 12 Panzer zerstört und hat auch mit 2185 XP ja, die Runde seines Lebens würdig gemacht. Dafür verdiente 3 Gunmax. Ich hoffe, ich hatte das Replay mindestens so gut unterhalten, wie es mich hat. Mir hat es wirklich fantastisch gefallen. Und daher kann ich euch jetzt nur einen schönen Sonntag wünschen, beziehungsweise einen guten Start in die nächste Woche. Bis dahin, euer Alcaramba.